So, jetzt sind wir im zweiten Bereich. Jetzt brauchen wir einen Handball. Jetzt machen wir verschiedene Brennübungen. Am besten setzt euch erstmal hin. Die erste Übung. Ihr wartet kurz, ich mache es kurz vor. Ihr brellt schön im Sitzen. Und dann macht ihr einen Seitenwechsel. Also ihr brellt den Ball von der rechten Seite in die Mitte. Und von der Mitte in die linke Seite. Und dann wieder zurück. Davon machen wir ein paar Durchgänge, bis ihr da sicher drin seid. Wer will, kann auch mal die Hand wechseln, mal mit links brellen. Einfach so die ganze Zeit. Okay, ihr setzt euch hin, Beine breit. Und dann könnt ihr loslegen. Okay, und los. Und schön brellen. Okay, kommt weiter, dranbleiben. Das ist eine schwierige Übung, dran gewöhnen. Genau, und weiter brellen. Aber konzentrieren, aufs Brellen konzentrieren, nichts anderes. Genau. Und weiter, probiert es nochmal. Ein paar Durchgänge. Genau, und jetzt konzentrieren, genau, und wieder zurück. Okay, weiter üben, kommt noch einmal Durchgang machen. Genau, super. Und rüber auf die andere Seite noch. Jawohl. Und nochmal einmal zurück, schön hochbrennen. Okay, gut. Nächste Übung, die wir machen. Wir brennen wieder im Sitzen an der Seite. Und dann stehen wir auf und drehen uns einmal. Und setzen uns wieder hin und brennen immer die ganze Zeit weiter. Wieder aufstehen, brennen und drehen. Hinsitzen. Okay, Achtung, habt Platz voneinander, dass euch nicht in die Quere kommt. Und los. Anfangen, prellen und versuchen aufzustehen. Genau, einmal drehen und wieder hinsitzen. Und immer weiter prellen. Wieder aufstehen. Genau, langsam macht das raus. Super. Noch zweimal hinsitzen. Also noch einmal, der Jonathan dann. Stehen. Okay, und hinsitzen. Jonathan, Ball festhalten. Sammeln, noch einmal hinsitzen dann. Und Ball festhalten. Okay. So. Nächste Übung, machen wir im Stehen, wir nehmen den Ball, gestreckt nach oben und dann nehmen wir den hinteren Rücken und einmal hinter den Beinen durch. Also immer so hinter dem Rücken durchführen, vorn wieder auffangen. Wenn ihr es ein paar Mal mit der rechten Hand gemacht habt und da sicher seid, macht das 10 Mal und dann versucht das auch mit der linken Hand. Und links wird es natürlich schwieriger für die Rechtshänder. Aber mit ein bisschen Übung klappt es dann auch. Okay, also breitbeinig dastehen, den Ball hinterm Rücken führen und vorne wieder fangen. Okay. Muss er? So. Genau. So, daneben, so nach hinten und so durch die Beine. Und Beine schön breit und jetzt. Jawohl, super. Ja. Schön so nach vorne. Schade. Und weiter, probiert's nochmal. Ah, schade, fast sammeln. So, weiter probieren. Jeder noch 3 Mal probieren. Und den Arm schön nach oben, Jonathan. Arm nach oben. Jawohl, super. Okay. Machen wir nächste Übung. Hinstellen. So, diesmal, wir nehmen den Ball, werfen ihn hinterm Rücken durch die Beine vorn durch und fangen ihn vor. Also, so, so, so. Okay, probieren mit rechts. Wenn ihr sicher seid mit rechts, auch mal mit links vielleicht probieren. Genau, gut.
Genau, weiter nach unten. Super sammeln, genau. Sehr gut. Komm, sammeln weiter, probier. Und. Okay, noch jeder zweimal. Okay, und gut. So, die nächste Übung, die kennt ihr nochmal. Ihr stellt euch auf ein Bein und prellt. Okay, oh, los. Wenn ihr 10-mal oder 15-mal geprellt habt, dann wechselt das Bein und ins andere Bein hoch. Schön sammeln, gut. Okay, nächste Übung. Jetzt legen wir uns auf den Rücken. Schaut kurz zu. Wirft den Ball hoch und fangen ihn. Also achtet darauf, dass ihr den Ball schön gerade nach oben wirft, dass ihr ihn auch wieder fangt, weil wenn ihr zu weit nach hinten, dann, oh, dann fangt ihr nicht mehr. Also schön gerade nach oben werfen und wieder aufkommen. Okay? Also legt euch hin, einer vielleicht da vorne, einer hier weiter hinten oder genau, könnt ihr auch mal so rumlegen. Schön von der Brust weg, nach oben werfen und versuchen den Ball zu fangen. Am Anfang vielleicht nicht so hoch und wenn ihr sicher seid, dann einfach immer ein bisschen weiter hochwerfen. Genau, super. Okay, jeder noch Ball holen. Jetzt jeder noch 5-mal probieren. Sammeln, auch mal getrauen, ein bisschen höher zu werfen, wenn du nicht gefangen hast. Okay. Sammeln nochmal. Probieren und hochwerfen. Super. Und gut. Okay, haltet da den Ball fest. So. Noch eine Abschlussübung mit dem Ball. Wir werden jetzt den Ball, ich zeige es kurz hier seitlich vor, wir werden den Ball rollen. Wir rollen den Ball am Boden, also schön achten, dass er auch am Boden abliegt, dass er nicht aufkommt. Und dann werde ich euch gewisse Körperteile sagen, mit denen ihr den Ball dann stoppt. Also am Anfang werden wir anfangen mit einem Po-Stopper, also Ball rollen, hinterher rennen. Ball rollen, hinterher und stoppen. Okay? Also jetzt macht ihr das, stellt euch vielleicht genau so auf, dass ihr euch nicht in die Quere kommt, wenn ihr einen Ball rollt. Einer rollt nach hinten, einer nach vorne und dann wechselt er. Okay, also nach vorne rollen mit dem Po stoppen. Super, gut. Andere Richtung. Bisschen besser am Boden ablegen, dass er nicht so prellt der Ball. Weiter runter gehen, genau. Super, ah, schade. Nochmal probieren. Okay, stopp kurz. Jetzt rollt er den Ball. Halten, sammeln. Jetzt versucht er ihn mit dem Knie zu stoppen. Okay, zweimal probieren. Zack, klein. Und, jawohl, super, Jonathan. Achtung, dass er nicht hinfliegt. Schön langsam und runter, Knie stoppen. Super. Sammeln auch noch probieren, mit dem Knie zu stoppen. Zack, gut, sammeln noch. Jonathan wartet. Gut. Okay. Dann versuchen wir es mal, rollt ihr den Ball und versucht ihr mit dem Ellenbogen zu stoppen. Okay, der eine. Ah, schade. Nochmal. Und ein bisschen mehr. Genau, ein bisschen mehr rollen, nicht so kurz. Genau, in der eine. Jawohl. Okay, jetzt. Ball wieder festhalten. Letzte Übung. Jetzt rollt ihr den Ball, geht runter in Liegestütz und versucht ihn mit dem Kopf zu stoppen. Also das heißt, ihr überholt den Ball, geht hin mit dem Kopf. Okay? Und los. Ja. 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 Okay, gut. Probieren, probieren.
Rollen, runter in Liegestütz und stoppen. Jawohl, gut. Noch zweimal. Okay. Einmal. Gut. Okay. Das war unser Ballprogramm. Könnt ihr wieder was trinken? Und nachher gehen wir über zum Kraftprogramm.